Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Birth Me Code. Beim letzten Mal haben wir den zweiten Escape Room gelöst und der war, naja, so meh. Aber vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden, dass die ganzen Escape Rooms hier nur daraus bestehen, dass man Sachen anklickt und am Ende ein Rätsel löst. Wobei mir dann die Rätsel, also die komischen Puzzle, die immer, ja, wo man immer irgendwelche Sachen hin und her tauschen muss, ein bisschen lieber sind, weil da muss man vorher keine Sachen anklicken, da muss man nur das Rätsel lösen und dann hat man halt das Rätsel gelöst, so das ist cool. Und nicht erstmal, ja, sich einen Raum für eine halbe Stunde angucken, bis es dann dazu kommt. Ich weiß nicht. Naja, vielleicht kommt da noch mehr. Ich warte mal ab. Aber ich schraube meine Erwartungen erstmal ein bisschen zurück, was das angeht. Allerdings wird es eh wesentlich interessanter erstmal, denn Superbia ist eventuell tot. Und Trist scheint es verbergen zu wollen, irgendwie. Und vielleicht ist sie auch gar nicht tot. Wir haben keinen Beweis dafür. Es ist nur das Einzige, was irgendwie gerade logisch wirkt. Erstmal, this is a coming. Alright then, I'll say what I wanted to say earlier to you two first. I've realized this a little bit ago, but we're 9 people in total here. Okay. Well, it so happens that there's this thing in psychology called the Enneagram of Personality. The Enneagram supposedly classifies everyone into a main personality type, even if everyone takes from everyone else. If you can deduce who's what, we'll have an easier time determining who to vote for. Was? Nein, das ergibt gar keinen Sinn, wovon redest du? Das war deine Idee, das ist, was du sagen wolltest, das ist deine Epiphany. Nicht, Superbia ist übrigens tot, ich habe sie umgebracht, das ist meine Epiphany. Das ist ja vollkommen langweilig, interessiert doch niemanden. Pray tell, which personality would you proclaim to belong to? Ah, you know of it too. Slightly. In my youth, I've pursued the dictionary an astounding lot. Ja, das merkt man. Well, it'd probably be the Peacemaker type, which is a ninth type. The Peacemaker? That's quite a stretch, if you ask me. No, it's the only one that makes sense. I started categorizing us into the types, and before I could say any more, this has caught up with the three who had gathered for the vote. Warum haben wir uns nicht danach von Anfang an benannt, hä? Warum wurden wir nicht danach benannt? Davon gibt's immerhin auch 9 und nicht nur 7. Das wäre fair für alle gewesen. His theory is sound anyway. Nein? We're 9 and all of us correspond to a type or another. Maybe this makes me the investigator, also known as observer type then. Ja, ich meine, natürlich sind wir das, wenn sie der Protagonist. So ist das für gewöhnlich. Ich meine natürlich die Protagonistin. For the next minutes, Tristitia explained what he was thinking about to the new arrivals too. Was für eine Offenbarung, ey, die er da hatte. Unfassbar. Bin ich aber stolz auf ihn. After Tristitia was done, the group came together to decide on what was the next course of action. Sehr interessant, dass gerade wieder so ein komischer, ja, so ein Schwarzblende war. Beim letzten Mal, wo es sowas gab, ohne dass sich irgendwas verändert hat, hieß das ja einfach, dass sich anscheinend die Route geändert hat. Nur gab es ja keine anderen Routen mehr eigentlich hier, also weiß ich nicht, was mir das sagen soll, ob mir das was sagen soll. Oder ob das einfach nur, ja, ein Szenenwechsel trotzdem war. Hold up, first we have something to say that's very important. We also came to a conclusion regarding something earlier. Oh, that. She shivered apprehensively, waiting for the verdict to fall. It was clear what the subject was. Even though we're not meant to know yet, but there's been some eavesdropping going on. Yeah, well, Trist. Pia didn't come out of your room, did she? That is correct, she did not come out of the room. Why is that? I don't need to explain my thinking, but I guess I can humor you. The slightly overweight boy began pacing around a little, somewhat nervously, but also strangely confidently. Earlier, I spoke about the Enneagram. Well, I only told you what I categorized myself under. But I'm pretty sure I'm spot on with Bia's categorization. It's helper. Na gut, okay, sie hat ja auch Ira irgendwie geholfen. Mit Geld halt. Mhm, that doesn't make any sense, yeah. She was a huge bitch to everyone. How could she be helper? There's more to each personality type than just the name. Specifically, she should be finding a lot by helping others. Something's also told me she's in a position to do so. Obviously, the group didn't exactly know what was up with the Superbia's past or situation in general. In fact, it didn't seem like anyone really had memories of any time before they woke up. Suffice to say, she didn't help anybody. That's because when stressed, helpers can grow prideful. That's how Bia was, not only was she stressed, but if I had to guess, lording over others is nothing new to her. Remember how she treated Ira? Ja, das habe ich schon noch nicht vergessen, keine Sorge.
Thought of the boy had slipped from everyone's minds. Wirklich? Wirklich? At that point, Ankara looked around. Somebody was gone. Wir sind noch gar nicht im richtigen Raum dafür, oder? It wasn't at the crossroads anymore. Here's a good point about Ira. Also ja, die Leichen werden wohl auch entfernt, auf jeden Fall. Nach einer Weile. Oder jemand hat sie geklaut. Von uns. Kann natürlich auch sein. Ich meine, wofür? Keine Ahnung, aber... Unmöglich ist es nicht. Unmöglich ist es nicht. However, why is the body gone? It doesn't make any sense. Ist das so? So she was a helper, and she was misusing her personality type. She became the corrupted version of it. My theory is that we're all more or less a corrupted version of our type. Which brings us to this dilemma. Aha. If you had to pick someone to die right now among all of us, excluding me, who would it be? Warum excluding you? I'm excluding myself from the equation because I'm the peacemaker, of course. Wow. Wow. Ich bin Protagonistin. The group looked at each other for a few moments. It didn't seem like anyone wanted to speak. Perhaps it was a fear of publicly outing someone that was preventing them. Perhaps it was also because they were debating if they wanted to call out the horse on his dishonesty. The one who broke the silence was Everettia. I would probably vote for Lux. Ooh, das ist eine sehr, sehr interessante Wahl. Luxuria took her hands up, surprised, almost backing away from that accusation. What? Why? Why me? A feeling, I guess. We have to pick someone, and I'd probably go on that feeling right now. Of course, my mind can change on it. But I didn't do anything. Da bin ich mir nicht so sicher, da bin ich mir nicht so sicher. Tu es doch nur so, als wärst du unschuldig. Mhm, hat mir Nvidia gesagt. Maybe that's why she has that feeling. The way I asked, because no matter what you'd pick, you'd be right. We're all here to die. But he only said 6 of us would die. That's correct. That means we already lost 3 members, so we have to kill 3 more. Which personality type are the most dangerous when corrupted, you think? Ankara had to admit that she didn't know much about the Enneagram personality beyond just the names. Ich nicht mal das. She hadn't gotten to study those things yet. Meanwhile, Trisetia seemed to have done a lot of research on the internet. Ja, über eine ganze Menge Themen irgendwie, ne? Ich meine, ist ein schlechtes eigentlich. Eigentlich weiß ich nicht, warum ich ihnen das gerade so vorwerfe, aber... Also, es klingt so vorwurfsvoll gerade von mir, keine Ahnung. All we have to do is to get rid of that trio of most dangerous ones. Es ist trotzdem immer noch dämlich, dass wir das gerade tun, weil das ergibt gar keinen Sinn, also... Aber... Woher? Woher ein Revolver jetzt? The revolver was aimed at the others out of nowhere. It was then the danger of the situation truly dawned on everyone. Ich sag doch, wir hätten die Waffe nehmen sollen. Dabei ist es ja nicht mal eins von den Gewehren. Von den Schrotflinten. Twisted he had a gun taken from some place unknown. So that's it then. That's how this ends. He fired at once. Luxuria screamed. Also hat er auch damit wohl, vielleicht hier. Superbia umgebracht, so hieß sie. He fired it again. Luxuria shielded herself off her arms. He fired it a final time. And then there was silence. Silence for 3. And 3 others fell to the ground. Oh, wirklich? Er hat getroffen. Ich dachte, er verschießt einfach die Kugel im Raum. Ich war mir nicht so sicher, was das heißen soll. Ankara watched as the scene happened. What felt like a small eternity. Und bin ich tot? First, Aruita's weight brought her to fall. Then, Nvidia's weight collapsed into the ground. Finally, Kula ended up a heap. Never to breathe again. Every shot of the gun had gotten them square in the heart. What? Happened. Everything happened so fast. It must be really good with revolvers. Dangerous. Luxuria couldn't even say anything. All she could do was stare. She was staring in pure bewilderment. But before she'd screamed, now she was saying nothing. Ja, sie lacht also. Warum lacht sie, ist die Frage. Lacht sie vor Angst oder lacht sie doch vor, ich bin böse und kann es jetzt endlich zugeben? Her laughter was broken. The cute voice coming from her helmet spotted such strange laughter. Okay, ja, ja, ja. Sie offenbart jetzt ihre Bosheit. It was going on and on. It was an uncontrollable laughter. People laugh when things are funny, but they also laugh when they are anxious or fearful. Ja, das war erst mein erster Gedanke halt. That's why laughter therapy exists. And the kind of laughter coming from Luxuria was not one made from a good joke. She was laughing because if she wasn't, she'd go completely mad. This is
This is insane, isn't it? Lux, snap out of it. Ankara suddenly grabs a smaller girl at the shoulders, shaking her slightly. The girl sees her laughter, and instead the reality of the situation dawned on her again. After a heavy shudder, the girl began to wail instead. No, no, none of this is correct. None of it. Trist, you killed them. Just like that. And I'd do it again, in a heartbeat, if needed. Speaking of which, you're the one I can't categorize. You can't be a general peacemaker, the peacemaker's me. And that's what I'm doing now. I'm making peace. Okay, ist natürlich jetzt eine Sache der Definition, aber irgendwie, ja, doch, schon, I guess. He waved over to the other buddies, with an arm where Luxuria hiccuped in apprehension and fear. That's not making peace. She stood up to the overweight boy, even though he had a gun. That's just killing everyone! You're wrong. It's making peace for the few who remain. That's not killing everyone. This is killing everyone. Top! Top, mach das halt! The victory was clear this time, it was Luxuria. Ankara shot and suddenly had a nauseating thought. He's coming. Run! Run before he shoots again! Revolvers have 6 bullets. Assuming he kills Superbia, that's 5 spent. He still got 1. You just have to sell out 1 bullet. Come on, Ankara. With that thought, nothing happened. It was already too late by that point. Even if Ankara turned around to sprint away, the shot caught her right in the back. Her body lunged forward and she rolled down the heavy cement stairs. Pain coursed through her. She must have had fractured a bone, or a few bones. As life slowly escaped her body, she had a thought. That thought became 5, 10, 20, ganz schön viele Gedanken, oh Gott. It was as though a voice was talking to her in her final moments, eine Stimme, and then she faded. Luxuria directives, alphabet and water? Soll ich mir das merken? Alphabet and... Oh Gott, ich kann nicht richtig schreiben. And water, das ist Lux. Vielleicht hängt es dann mit dem Helm von ihr zusammen, den wir noch nicht hacken konnten, deswegen denke ich gerade daran. Alphabet and water, ja. Das kommt noch ein paar Mal, okay, okay, cool. Okay, was zur Hölle? Please, kill me. Ha. So, jetzt bin ich mal gleich ganz gespannt auf eine Sache, auf eine Vermutung, die ich nämlich hatte, wenn ich gleich die Flowchart mal angucke. Und zwar, ob da jetzt ein neues dieser 9 oder 8 Symbole, wie auch immer viele es nochmal waren, auftaucht. Weil das jetzt quasi unser Ende war. Und das, was wir schon mitten auf dieser Route einfach so zwischendrin hatten, war schon Eras Ende. Hier steht immer noch Dead End. Ich weiß nicht, ob Dead End und Ende ein Unterschied ist. Ob das vielleicht einfach nur schlechte Enden sind und ob es noch normale Enden gibt, aber ich bin mir da nicht sicher. Nee, okay. Hier taucht doch nichts auf. Das ist auch wieder dieser Kopf. Klar, das ist unser Kopf halt. Und das ist Eras Kopf. Ja, da ist halt das aufgetaucht. Deswegen dachte ich vielleicht, jetzt wo wir auch diese komischen Gedanken nochmal hatten, wo wir gestorben sind. Aber es hängt mit Luxuria auf jeden Fall zusammen. Mal gucken, ob wir uns dann das dann angucken können. Ich kann mal ganz kurz gucken, theoretisch gesehen, ne? Trust 2. Achso, ja, ich bin auf der Route, die ich schon abgeschlossen habe. Ich muss erstmal den Spielstand wechseln, genau. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber erstmal, interessant, interessant. Haben wir überhaupt irgendwas Interessantes hier erfahren, ist die Frage. Ich meine, ja, Tristitia ist ein ziemliches Arschloch. Klar, doch, das war mir auch... Also vorher war es mir noch nicht klar. Vorher dachte ich halt, er ist einfach nur ein bisschen komisch, ne? Aber jetzt doch, ja, doch, es ist ein Arschloch schon. Wir wissen auch, dass es hier in dem Raum, den wir hier wahrscheinlich jetzt betreten werden mit Superbia gemeinsam, eine Waffe gibt vielleicht? I guess? Und auf jeden Fall sollten wir die Route nehmen, wenn wir halt wollen, dass Superbia überlebt, aber eigentlich will ich das ja nicht. Also, ist doch alles blöd. Ich weiß nicht, warum wir uns da alle umbringen. Ist doch kacke. Ist doch nicht nötig gewesen, oder? Ich weiß ja nicht. Kann ich jetzt hier Auto Field Choices machen? Kann ich, genau. Und dann bin ich halt direkt hier. Jetzt werden alle Entscheidungen automatisch getroffen, wie ich sie treffen müsste, um hier anzugelangen. Es geht halt bei allen Segmenten, die man schon mal freigeschaltet hatte. Ich würde sagen, dann machen wir einfach erstmal hier weiter. Oder? Ja, gehen wir mal. Juhu. Spaß mit Superbia. Gehe ich jetzt mit Superbia alleine?
in den Raum? Ach ja, mit Beer and Lachs. Okay, das ist interessant. Weil wir gerade irgendwas von Lachs in unserem Helm drin hatten. Irgendwelche Directives. Alphabet and Water. Wofür auch immer. Since we're going with Beer, we should go look for her, real quick. She can't have gone much further. The only way out of the wing was the way they all came in from, since anything leading further in was blocked by doors or walls. Because the doors clearly didn't have the rabbit in their surroundings, there's only one place she could be. After the bend on the left, also ganz da hinten in der letzten Ecke. Yeah, sure. She still didn't care much to group with Superbia after the fiasco on the first voting session. While they deliberated about it, Viridia and Gula readied themselves and made their way to the door closest to the group. The first one down the hall on the left. Okay, mach das einfach mal. Billy and I are going to take the second one here, and you two can get Superbia and take her back to the locked doors. There's a classroom there you can enter, I believe. How does that sound? I don't really have a preference. War das nicht darum, wo wir auch alle schon waren, der allerletzte dann? Jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt. Na gut, wir werden es ja gleich sehen. Vielleicht vertue ich mich gerade, wahrscheinlich vertue ich mich gerade. Wäre ein bisschen blöd, den selben Raum zweimal zu machen, ne? Hey Trist, something on your mind? Ah, no, not really. But I was thinking about Epiphanies. Ja, über Epiphanies habe ich auch schon ein paar Mal nachgedacht. You know what an Epiphany is, right? Ja, ich muss nicht nochmal darüber reden, was eine Epiphany ist, wirklich. Ja, kind of. Ich kann nämlich Englisch tatsächlich. An idea? Maybe. I don't know if I can really talk about it yet, though. I'm a little bit reticent for now, since it's still somewhat baseless. So we did have an idea then. Ich will mehr Details haben. Komm schon, Twisted, ja. You just sound a little absent. Is it regarding what Lux said just now? I admit your pondering is now bothering me equally. Kula's sudden intervention surprised Ankara since the girl momentarily came back, just for this, making Viridia wait on her. Tristitia hesitated a little, while the teacher patiently crossed her arms, apparently glaring daggers at the group. No, not really about Lux. It's about what Mi said earlier. Ah, wirklich? Something just doesn't quite add up. What is it? I can't say just yet. It might be something big. Als ob er hier nur von diesen scheiß neuen Persönlichkeitstypen redet. One of us is definitely the mastermind, so I'm going to speak about it later after I'm out of the rooms. If I die before then, Vidi is the mastermind. Okay, okay. Ich meine, es ergibt Sinn, weil er Informationen hatte, die auf jeden Fall dafür sprechen würden. Scheinbar jedenfalls, auch wenn wir nicht genau wissen, was diese Informationen sind, aber es klang halt so. Sorry, but it's just related to what I'm thinking about. Nothing personal. Then I'm pretty sure he's just safeguarding himself from dying because he knows if it came out that Nvidia was the mastermind, he'd be voted next round. Natürlich, aber ich weiß nicht. Steckt da noch mehr hinter? It's just insurance. Well, that's your choice, I guess. I can't really tell you to not distrust me given our current situation, but we are also going to be exploring a room together, so we'd better not fight. Achso, ja, das ist natürlich klar, dass du das damit auch meintest. Dass wenn du tot bist, dass Nvidia dich vielleicht umgebracht haben könnte bis dahin. How interesting. Kula's interest in the topic struck Ankara as odd once more, but she didn't pursue it. The more she thought about it, the more she figured Kula's words were tinted with sarcasm. Assume her original interest was due to her being mentioned. Why does Kula have such a keen interest in Luxuria? A very short while later, Viridia and Kula disappeared into the room. The leftover group of four went together further down the hall. Nvidia and Tristitia would leave for the second room, while Ankara and Luxuria fetched Superbia. Machen wir das endlich mal, komm, los, geht auch. Wir werden keinen Spaß mit Bier haben, gar keinen. Ankara could tell that was sarcasm, tatsächlich. With a wave, the two of them vanished inside the room. Ankara tried to stretch her neck over to peek inside, but this door was already shut by the time she had the opportunity to do so. Let's get beer now. Ankara could also tell that she wasn't too enthused about it. No surprises there. Very few of them were enamored with the bunny girl, if anybody at all. For good reasons. Very soon, their steps brought them to the corner of the hallway where Superbia had disappeared to. It was right next to the metal plates Ankara had previously investigated. Und da sitzt sie auf dem Boden. In purer Verzweiflung. There she was. Sitting against the wall, holding her knees together against her body. She wasn't looking good.
The helmet obscured her features, but it was still the first time she displayed herself in such a way. What the fuck do you two want? Ganz kurz, Hide? Damit ich ein Thumbnail habe. So, ganz nebenbei. Ich brauche CGs. Es gibt so wenige CGs im Spiel. Ich glaube bisher nur 3 Stück, oder? 3 CGs müsste es gegeben haben. Ich wüsste gerade auf jeden Fall keinen anderen mehr. Da muss ich die auch mal nutzen, wenn sie schon gibt. Und auch vernünftig. She was not in a good mood. Look, we have to go explore the rooms. You're insane. I'm not moving from here. If things have to get bad, then let them get as bad as they'll be. I don't care. I don't think we can reason with her. Luxuria timidly spoke to Ancora. Seeing that the situation wouldn't improve if they did nothing anyway, she gave it a shot. Yeah, we should form a vote group. And to remember the idea of a vote group and how it was shot down by the rest of the people. Then again, Gula didn't seem like she cared one way or another about it. Technically, they did have 3 people in it. And if Superbia, it would be 4. As much as she didn't want to think about it, Ankara believed that could work. What a conundrum. Either not have a vote group and be at the mercy of everyone else again, or form a vote group with this, bad egg. Ja, aber auf der anderen Seite können wir, wenn wir mit ihr in einer Gruppe sind, auch nicht mehr dafür sorgen, dass sie rausgeworden wird als nächstes. Und das ist ja eigentlich mein persönlicher Wunsch, aber ich weiß, ihr seht das alle ein bisschen anders. So, what's that got to do with me? I don't like seeing you like this. I was thinking we could include you in it. We'd all vote for the same person, and since we'd be 4 in it, then... She left what would happen up in the air, but it was clear. This did get Superbia's attention, and soon enough she perked up a little. Well, I guess this won't get me killed. Ankara knew Superbia was thinking about it now. A few moments later, and she slowly stood back up. Looking a little reticent, but willing to cooperate. Huh, Luxuria actually convinced her rather easily. It was a little smooth too. Ein bisschen smooth. Ja, was soll ich jetzt daraus für Informationen mitnehmen? Sie ist halt ein kleines Kind, vielleicht will sie halt deswegen sich traurig machen. Ich weiß nicht, wie klein sie wirklich ist, also wie alt sie wirklich ist, keine Ahnung. Aber halt jünger als der Rest. Fine then. Whatever. Okay, I'm in. That was easy. Having a chance to not immediately die in the next vote, has that effect, yes. The rabbit girl was a little less reticent to accompany the others. Ankara was thankful for that, because they needed their full team of 3 to begin with. I'm very happy about that. Let's go now, we really have to hurry to that first room or we'll run out of time. Na los. The group ran back to the closed doors and slid into the room next to them. All in all, this meeting had taken a few minutes off their clock. Inside, what greeted them was... Kein Klassenzimmer natürlich. The Principal's Office. Okay, das passt hier schon noch eher auf jeden Fall rein. Auch wenn es sehr, sehr schick aussieht, auf jeden Fall. Huh. They marveled at this room they had never seen firsthand. And then, the 39 seconds elapsed. Mal sehen, was unser heutiges Thema ist. On the dot, their visions were all taken by me. Just as the door leading outside of the room locked. I hope you remember the newspaper article from the first room you've explored. Because this is the principal's office, home of the principal, the man who was arrested. Stimmt, da war ja was. Der wurde festgenommen für den Mord, für irgendeinen Mord. Welchen Mord auch immer. Normally, it is in another wing, but that wing was destroyed by an explosion. Also hat es mal eben hier rüber bewegt, hä? Huh? Natürlich, warum auch nicht? Terrible affair, isn't it? And why am I mentioning this? I wonder if you can put together the puzzle. Ja, wahrscheinlich in Bezug darauf, warum dieser Raum jetzt hier ist. Deswegen sprich ich es an, wahrscheinlich. Könnte es viele Gründe für geben. Mir fallen nur nicht so viele ein. Anyway, your question for this room is, what crime did the principal commit? Keins? Na, vielleicht doch. Vielleicht hat er doch irgendwas gemacht. That man is a rather large link between all of you, even if you ignored it up to now. Unfortunately, you won't be learning his name yet. Oh, ist ein Name vielleicht? Wie hieß er denn jetzt nochmal? Lucil Boisjoli? Keine Ahnung. Dieser Typ halt, ist das vielleicht der Principal? Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn wir seinen Namen jetzt nicht kennen, ne? I say that, but someone in your group already knows his name since they're relatives. Ah. If they remember it, that's another matter entirely. Maybe we'll learn it soon. Either way, that's my introduction done. Don't forget.
I'll see you later. Ich vergesse das nicht, ich vergesse das nicht. Na dann. The entire speech was much shorter this time around, lasting only a minute or two. Haben wir schon mal, genau. Let's split up then. We have this whole room to search. Ohne Alkohol diesmal, ohne Alkohol diesmal. Also hoffentlich ohne Alkohol diesmal. Ist das Alkohol da drüben? Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. And there's that area too. We should investigate that. Do you think there's another room connected to this one? As far as a puzzle? What do you think would be beyond the principal's office? Beats me. A Leichenkammer. Okay, let's go. Three of them split up as convent. Swabia took the left side while Luxuria focused on the right side. Okay, okay, okay. Ich mach was ich will, wie immer mach ich was ich will. Denn ich bin der Spieler, natürlich mache ich, was ich will. Egal, was mir das Spiel versucht vorzugeben. Ich guck mal eben auf die Trust-Levels. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was wir gerade getan haben. Okay, er hat mir nicht mehr dadurch vertraut, dadurch, dass ich ihn nochmal hinterfragt habe. Aber das ergibt irgendwie Sinn, dass er mir dadurch nicht mehr vertraut. Ja, aber sonst alle nur so 33%, ne? In der Vote würde mich wohl niemand unterstützen aktuell. Na gut, fangen wir an mit den Gesprächen, ha? About the principal. Do you know what's linking him to us? It's kind of weird. I mean, it's clearly important in some fashion, but I just can't imagine what's going on. Vielleicht ist er Pandora in Wirklichkeit. Wir haben ja schon das Thema gehabt, dass Pandora nicht unbedingt wirklich weiblich sein muss. Vielleicht ist er der wahre Pandora. Oder so. I don't know any more than you do, honestly. I'm trying to remember something and it just won't come out. It's like I'm this close to actually realizing something important and I can't even fucking do it. I know, I can't remember much either. This conversation again, huh? No, wait. She snapped her fingers. The principal. I remember now. He's a rather important man. Ja, er ist zum Beispiel der Schulleiter, huh? His name is... No, I can't remember that. I remember B? B something? B? Ja, so sein Nachname. Ja, ja, doch, 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 doch. Okay, dann passt es. Das ist wahrscheinlich derjenige. I can't remember any more than just the letter. Boyd? Nicht ganz. No, that's not right. Okay, es ist nicht richtig. I'm sure you can remember more in due time. Amnesia can't be permanent, right? Like, Fiddy imagined, it's just gotta be a side effect. Your desire to waste time is incredible. Achso, okay, das wolltest du nur sagen damit. Ich keine Sorge. Mehr deiner Zeit verschwende ich nicht. Guck dich ruhig um. Aber ja, ja, okay, ich denke jetzt, dass das recht wahrscheinlich ist, dass das alles so zusammenhängt. Wahrscheinlich alle drei Räume haben irgendwie ein ähnliches Thema damit. Warum ist das eine Sache? Das hier. Dieser Tisch und diese Bücher hier vorne sind ein Gegenstand, den ich einklicken kann. Das ist verrückt. This is a big mess. How are we supposed to find anything in this pile of books? I don't know. It's not just made of books either. There are newspapers and I think I'm spying a secret journal with a lock. Ooh, ein Schlüssel können wir dafür also brauchen. What would a grown man do with that? Maybe it's not his own. The two of them searched the books for a while, trying to find out anything about the principal. Vielleicht bist du ja seine Tochter. Weil das würde am ehesten vom Alter her passen, dass du sowas hattest. Genau. What are you two dolls doing now? We're looking for clues. In this messy pile of books. Fine, I'll look too. She wants to get this whole search done and over with faster. I wonder why she changed her mind. Beforehand she wasn't all too useful and now she's a lot less reticent. Three of them separate the pile into books, newspapers and the lone secret journal. There was no way to unlock that last one, but they could at least make heads and tails of the newspapers. The books seemed largely useless. Ergibt Sinn. There are a few articles that might be interesting. This one is the one we already saw before, about the murder that occurred at school. It's marked with a number. It says it's 2. There's this one marked with a 7, related to the bombs that blew up parts of the school. And there's this one, where he was taken by the police, marked with a 4. I think those are all the articles that seem to be linked. Yeah, that's a good thing. No, there's a 4th one. Dangerous drugs uncovered. Ach ja, this one's talking about drugs, and it's marked with a 1. Ist das die Reihenfolge einfach? Also natürlich ist es eine Reihenfolge, klar. Aber ich meine die Reihenfolge, die chronologische Reihenfolge, wann diese Sachen passiert sind, vom Datum her. Apparently one of the rooms of the school contained a massive amount of drugs. Ja, tatsächlich, die haben wir gefunden. Aha. No one ever went in or out, and eventually it draws suspicion. Warte mal, gab es dann diese Bar auch wirklich in der Schule? Okay, klar, I guess. And that's when the room's contents came to light.
After a second to take in all the new information, Luxuria voiced a concern. But this doesn't really help us, does it? We still don't know which of all these is the principal's crime. We should keep the numbers in mind, at least. But they are linked to this room, in general. Yeah. The trio kept the newspapers closed for future reference. Dann ist zuerst also diese Drogen aufgetaucht. Und was hat es mit diesen Drogen auf sich? Vielleicht sind es keine normalen Drogen, sondern Superdrogen. Die uns übernatürliche Fähigkeiten geben. Zum Beispiel, durch die Zeit zu reisen. Sowas habe ich schon mal irgendwo gehört, fuck. Und ich rede ausnahmsweise nicht mal von Zero Escape tatsächlich. And this desk has some drawers. Mind taking a look in them? Hey, you found them. Why don't you do it for change? Superbia was about to retort, but she cleared her throat instead. It seemed as though, for a moment, she was going to act as if she always did, but in the end, she restrained herself. Well, fine. I'll do it then. With a surprising turn of events, Superbia opened the drawers herself, one by one, checking into each of them for any clue. She reached into the final one and pulled out an item. There's a key in here. It's not like the ones before. It's missing some parts. She shows the key to Ancora. Ja, der ist tatsächlich nicht vollständig, ha? Brauchen wir wohl noch eine zweite Hälfte für irgendwas. Vielleicht ist das fürs Journal. If only one or half of the key, there weren't many locks that could be opened. I guess we could keep our eyes peeled for anything that resembles the other half. And we also have to find where the lock is. Ich meine, wir wissen vielleicht, wo das Schloss ist, aber gut. Not necessarily. She pointed at the hallway behind the wall. A little further away. There's a door in there and it's locked. Okay, dann auch vielleicht für die Tür. Aber wir brauchen noch das Journal. Das müssen wir auch noch öffnen irgendwie. I think that's where this goes. Wow, did you quadruple your intellect in the span of 5 minutes? Hey, fuck off. I can be helpful if I want. Du willst es nur meistens nicht. Just if you want, huh? Yes, just if I want, Shorty. Sie ist ja auch der Helper. Duh. Let's keep searching now. We don't have much time to waste. Reminds me a little of Nvidia like this. Ist das so? Da sind sie doch so krasse Gegenteile eigentlich. So krasse Gegenteile. So, ganz kurz Shift drücken. Ja, gucken wir mal hier weiter. Ist eigentlich auch egal, welche Reihenfolge wir nehmen, ne? And in this corner, nothing. In the opposite corner, nothing. Of course there's nothing. All of the contents have been spilled out onto the floor. Oh, wow, okay, klar, ergibt Sinn. Luxuria approached the glass in front of the bookshelves, just as Ancora noticed her moving over. She called out to the smaller girl, closing the distance between them. I don't think that's going to open right now. There's some kind of electronics. Yeah, I know. Behind the glass is a bunch of books. I don't see anything interesting. Then why would it have the keypad? I don't know. Maybe there's something. Like I said, though. She dejectedly sighed. We can't open it yet. Okay, also vielleicht doch ein weiteres Rätsel hier schon mit dem Keypad. Gut, dann halt das noch zuletzt, glaube ich, ne? And over here we have a lot of binders. They're empty. And there's a green pot. Also empty. And some books. Empty. Die Bücher sind nicht leer. Superbear's hat. Just as empty as... Hey! You tricked me! Ja, verdient, verdient. Okay, ich glaube, das war's dann erstmal hier. Weil wir haben keine zweite Hälfte im Schlüssel, ne? Oh? Human half, like this one. Tatsache, okay, wow. Oh, wow. Yes, that's exactly it. Where did you find it? I don't remember. Komm schon, komm schon. How do you forget something like that? That doesn't make any sense to me. I just don't remember, okay? Maybe it was in a drawer or something. Well, whatever, this works anyway. Let's see on the count of 5. 4, 3, 4, 5. Hey, wait, where did you come from? Superbia joined the two of them out of nowhere. Warum zählt ihr überhaupt? Macht doch nicht hier einen auf Sigma. Was soll das denn? Without a word, she gave an annoyed sigh and snatched the key from Ancora's hand, hip bumping the girl on over to take her spot, and she inserted the key into the keyhole, turning it to unlock the door. Mensch, wie frech. No, Madame Countdowns. Ja, bitte. Bitte nicht. We have a whole other room to explore, so let's get going. Ja, bitte. Gehen wir bitte. So, rüber da, rüber da. Ja, das sieht schon wieder weniger passend für diese Schule aus, aber gut, vielleicht ist der Principal einfach ein krasser Typ gewesen und ein krasser Erfinder und so.
Ich meine, wir hatten ja schon das Thema, dass wir alle nicht wissen, also auch die Lehrerin hier nicht weiß, was im vierten Flügel dieser Schule mal ursprünglich war. Das könnte auch irgendwas Komisches sein, so wie das hier zum Beispiel. There's the dictionary on the shelves above the bed. To be more precise, it's a dictionary in parts. Who would read the dictionary as small-time literature? Wouldn't that get absurdly boring or something? Ja, ich glaube, der Punkt ist eher, dass das ein sehr, sehr ausführliches Wörterbuch ist. Deswegen muss es aufgeteilt werden, damit es nicht ein riesiges Buch ist. Genau. One story about unicorns. Judging by the looks of this place, I don't think whoever lives here would read stories about unicorns. Warum denn nicht? Was ist denn falsch damit? Mano. So gut. Worüber würde er Geschichten lesen, wohl ist die Frage. Achso, das ist nur die Tür. Ich hatte gesagt, vielleicht irgendwas zu dieser Tür, weil die Tür sieht schon ein bisschen interessant aus, finde ich. Finde ich persönlich so. This is cool. I always wanted to have one of those grandfather clocks. It looks old and also what's with the cock imagery around the clock itself? She pointed with her thumb, dragging the surface of the clock with it afterwards to check for dust. Hey, you're gonna mess with the time. So what? You can adjust these hands, but it's not like we know if this has a purpose or anything. Ja, aber vielleicht hat es das ja. Vielleicht ist es Teil eines Rätsels. Either way, there's no dust. This was placed here recently. Ja, wie ich mir dachte, die Räume wurden erst hier platziert in letzter Zeit, hä? Wahrscheinlich, okay, es hätte auch jemand geputzt haben können, aber wenn es schon so angesprochen wird, denke ich mal, dann ist das auch die Begründung dahinter. Mirror, mirror on the wall, who is the bitchiest of them all? And Crow glance over at Superbia. The bunny girl was taking a nap on the bed. It's a man, komm schon! She's even already asleep. That saves the need to feed her an apple. Ach Mensch, ach Mensch. What about this wardrobe? Won't unlock. Neither the left nor the right door works. I think we have to do something else first. The small girl crossed her arms, rather put off about her investigation yielding no results. Just have to figure out what to do with it then. Okay. Let me guess, these contain nothing too? No, they contain a piece of paper. Look, it says, finally eliminate one. Also die Drogen? Wie jetzt? That sounds pretty important to solve this room, if you ask me. I think I'm getting the hang of this now. Let's move with the other important stuff we found. Ja, wahrscheinlich haben wir hinterher ganz viele Zettel, wo drin steht, was wir mit den ganzen Zahlen machen sollen. Ha. Als letztes sollen wir eins eliminieren. Und irgendwas bleibt übrig hinterher. Aber das wäre ja zu einfach, wenn wir nur da das finden würden jetzt die ganze Zeit über. Keine Ahnung. You know, I'm really freaked out by this room. Who the hell would have a bedroom in a school? Ja, das ist nicht das größere Problem, eher wie dieser Raum auch gestaltet ist. Duh. That must have been obvious. Then again, you don't expect Pandora to be able to do something like this, so I can't fault them for not thinking about it. Okay, damit haben wir also bestätigt. Es ist ein Replikat, ja. Ich meine, war klar, aber nett, dass wir das bestätigt bekommen, auf jeden Fall. I just wonder about the reason for replicating all these rooms. Maybe so we feel at home. I don't feel like Pandora would want us to live here, though. Ja, vor allem, wenn wir in die Räume nicht mehr zurückkommen, nachdem wir einmal rausgekommen sind. We only have 6 hours in total, more or less. If either of you want to search this bed more, feel free. I'm gonna check the rest of the stuff in here. It all looks so interesting comparatively. Yeah, sure, leave the people with the lesser stuff, won't you? You feel like someone who leaves the people with the lesser stuff, so that's your purgatory now. Toll, toll. Bringt mich leider insgesamt alles nicht weiter hier. Ich habe vor allem alles schon angeklickt, ne? Habe ich so drüben noch irgendwas, was ich vergessen habe? Eigentlich auch nicht, ne? Habe ich mir das angeguckt? Vielleicht doch. Okay, I'm gonna open it. The small and timid girl reached for the handle. Then she pulled the door open and inside was... Ah! Inside was a large pot of formaldehyde. With head contained within. Oh, hätte ich mir erstmal hingucken sollen. Das sieht ganz schön süß aus. Aber das könnte vielleicht der Kopf vom Schulleiter sein? A human head. I don't think this is related to the room. Ich glaube schon. She closed the door afterwards and left the desk surroundings. And Kara watched it all happen from the sidelines, offering no comments. I better check on it again, just to make sure anyway. Leaning down, she opened the door and looked into it again.
It sure was head contained in the pot of formaldehyde. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, tut mir leid. It was kind of hard to tell because the hair was covering the entire side. Let's see, and leave it. There are a few words. First, eliminate two. Okay. Something's familiar about this presentation. I can't exactly put my finger on it. Did you hear me, Lux? From the side, an apprehensive Luxuria nodded her head to confirm that she heard what was underneath the pot. Ankara closed the door again, deciding against dragging the head outside for any extended period of time. Well, that's that. First, eliminate two. Let's remember that. And finally, eliminate one. Yeah. Dann müssen wir hinterher alles eliminieren, wenn wir noch zwei Sachen finden oder nicht. Ist ja komisch, ist ja komisch. Das müssen wir auch noch öffnen. Ja, ich kann auch nichts kombinieren oder so, leider. Das ist auch ein bisschen schade, dass man sowas nicht ausprobieren kann zumindest, ne? Also, wenn es keinen Zweck hat, das ist natürlich unnötig, aber wenn es einen Zweck bekommen hätte, dass man halt nicht hier die Sachen hat, sondern wie bei anderen Spielen dann Sachen anklicken muss, um sie zu kombinieren, keine Ahnung. Hätte das Ganze wesentlich interessanter gestaltet, finde ich direkt. Mhm. Ja, es sind auf jeden Fall nur noch der Mord, für den er auch festgenommen wurde, übrig, und der Terroristenangriff. Das sind die einzigen Sachen, die noch übrig sind, wenn wir die beiden eliminieren halt jedenfalls. Wobei der Mord ist ja sogar Teil davon, also gibt es auch keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte sowieso Mord gesagt. Auch ohne, dass ich in diesem Raum irgendwas gemacht haben hätte müssen. Von daher wäre das ein bisschen doof als Rätsel gewesen, I guess. Ha. The lock looks really cool though. Ja, toll, das bringt mich leider nicht weiter, dass es cool aussieht. I can barely see myself in the mirror when I'm up close. Me too. We're too short for normal people mirrors. Was, das ist das Problem, wirklich? Ich dachte, das ist vielleicht so dreckig oder so. Isn't it a little high, actually? Kind of. Someone tall must live here. Taller than me, at least. Superb, ja? Warum fallen wir uns, dass du hier gelebt hast? Mensch. Still can't do shit of it. Go find what's needed for it. I could do that too. Yeah, I could. Maybe we'll and I'll find it before you. Then you'll lose. Loser. Okay, schön für dich, aber was brauchen wir denn dafür, hä? Can't do shit of it. Go find what's needed for it. Was ist denn needed dafür? Hä? Ich bin verwirrt. Bett? Came back to check on the peasants, didn't you? Yep. I'm not a peasant, you idiot. I don't care what you are, I care about what you found. If you found anything. Ah, natürlich, okay, klar, warum auch nicht. There was this piece of paper with a diagram. It's giving a bunch of hours and I don't get it at all. Just take it, I'm gonna sleep here a little. In the middle of an investigation. Didn't you just say we didn't have much time before? A girl needs a beauty sleep. Wow. Wow. Gut. Items. Also, was ist das? A piece of paper with hours written onto it. Found by Superbia around the bed. Toll. Guckst du doch. Was soll mir das jetzt bringen? Ich weiß ja nicht, was da drauf ist. Oh, Stunden. Stunden. Hahaha. The moment I stepped in here, I knew this clock was cool. After admiring the clock for a short moment, Ankara pulled out the piece of paper with the hours on it. Slowly, she adjusted each clock hand to the hours, minutes and seconds indicated on it. Seeing how a few combinations didn't work in any way whatsoever, she gave up, not understanding what was wrong. Tried all three combinations. The bunny spot under the paper Ankara was holding. The ones Superbia herself had found. None of them work. Try adding them together. Ankara tried that, but she saw no result. Hey, ist das nicht das Rätsel in You Turn to Die gewesen, was ich nicht lösen konnte? Wo man Uhrzeiten zusammenrechnen musste? Ich glaube schon. Oder sowas in die Richtung jedenfalls. Ha. She was about to give up, but after a few seconds had passed, a small click echoed from a nearby piece of furniture. Warum war das kein Rätsel für mich? Wait, I think it unlocked something else. Let's investigate that. Ja, wahrscheinlich den Schrank, klar. Was a golden key? Oh, woher kommt das? Der jetzt. Now maybe we can get the journal open. Yeah, and keep talking to yourself aloud too. Good idea, Ankara. Gut. Also, kann ich jetzt? Ich kann jetzt. Find anything in it? Not yet. The pages are blank. Oh, aber hoffentlich die alle. So maybe I tried swiping the book over to give her own cursory search, but Ankara avoided her by quickly shifting to the side. She was nearing the end anyway. The most interesting page was the penultimate one, on which some words were written. A
accompanied with a large periodic table of elements. It says, I'll get them for what they did to you, Dad. Ja, ja, auf jeden Fall von ihrer Tochter, von seiner Tochter oder von seinem Sohn. Ich weiß nicht, warum wir auf Tochter kommen, aber das hatte ich schon in so im Kopf verankert, weil, ja, weil ich mir das irgendwie vorgestellt habe, dass Luxoria dahinter steckt. On the very final page, third laminate 7. This is all very important stuff. I have to keep note of it. Keep note of the latter part at least. The first part is not ready to see the answer to this room. It's just that the principal has a daughter. Also, haben wir doch Tochter? Warte mal, stand da jetzt gerade irgendwas mit Tochter? Weil, ich meine, ich hab's auch gesagt, aber ich bin gerade sehr, sehr verwirrt. Und ich stehe gerade auf den Lock irgendwie nicht. Ich bin irgendwie zu verwirrt. Some of daddy issues, huh? And what's with the periodic table? Ah, that's so damp. I'm gonna close the journal back up to resume her search. Hm. Schrank? This is where I heard the click from. Genau, okay, dachte ich mir doch. Ouch! Hey, watch out! Do my sensory inputs deceive me? Did she just care for someone else? Ja, sie ist ja auch der Helper! Oh. You almost bumped into me. Okay, nein, doch nicht. Ah, okay. That makes sense. Inside is another one of those pieces of paper. This one says, second eliminate four. Jetzt haben wir alle Sachen eliminiert. Es geht also nur um die Reihenfolge. Nein, warum sollen wir uns noch mehr umgucken, hä? Was soll ich denn jetzt damit tun? Ach, ich weiß, was das heißt natürlich. Also, nein, weiß ich doch nicht, warte mal. Das muss ja auch noch irgendwie mir helfen damit, aber ich dachte, vielleicht sind das die Zahlen, die wir für den Schrank brauchen, der in dem anderen Raum ist. Und die Reihenfolge dazu. I think we can open this now. We found a few pieces of evidence with numbers on them. This keypad takes numbers. Okay, es hängt also doch damit zusammen. Oh, I want to do it. What's the code? The code has something to do with the numbers. Remember, 7, 2, 1 and 4. Yeah. So, what's the code? The tone was a little more demanding now. Since she stood beside the keypad, it was clear she wanted to put the number in, to input the numbers. Well, with indications before too. How did they go again? Something with elimination. Genau, also, wo ist das Inventar hin? Wo ist das Inventar jetzt hin? In diesem Moment. Das kann doch nicht sein. Dann lass mich hier rausgehen. Nein, okay. No, it had to be do with elimination. First eliminate two. Ja, aber das habe ich noch nicht auswendig gemerkt. Warum ist das Inventar jetzt weg? Hä? Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich weiß, das letzte war der 1. Das letzte war die 1. 7-4-1. Second element 4. Okay, gut. Ja, ja, ich merke schon. Danke. Das ist auch ein bisschen blöd jetzt gerade. Komm schon, Spiel. There you go. The answer was 7-4. Ja, genau, stand 7-4. Genau, das steht da. So. Incuro communicated the answer to Luxuria, humanly inputs a combination, making the glass door open slightly. Wofür? Wofür jetzt das Ganze? Kommt mir alles ein bisschen komisch vor hier mit diesen Rätseln. Now the group could access the books inside. Huh, I thought the numbers were for... Hey! Wofür dachtest du, dass sie das wären, ha? Huh? Komm schon, raus mit der Sprache. There's some Mikats. Luxuria already had swipe one and she gave the others to Superbia. Ever since there were only two cards. Left and Cora without one. There was something else inside, though. Ancora managed to grab a key out of the bookshelves from behind other books. It's tiefer in the shape of a G. Warum haben die alle einen Buchstaben? In the shape of a G, huh? And there's something else. There's a piece of paper inside. Apparently it's related to the question. Pulling it out, she read it over and then showed it to the others. Apparently she had no idea what it meant. If you eliminate those four, what is left? Nichts! Oh, er hat nichts gemacht. Wow. Ja, gut, das war sowieso schon meine Idee, also meine andere Idee vorher, aber... Wow, wow. It's pretty simple for a question. Huh? Huh? What's simple? The answer, I think I have it. Even I could deduce it. How is this room a hell of a lot easier than the first fucking dump room we've been in? Der war auch nicht sonderlich schwer, wirklich nicht. Whatever. Let's get all the... at the door when you two are ready. They're right anyway. The paper has everything to do with the question. Ja, das ist dann ja doch ziemlich leicht hinterher, würde ich sagen. Im Gegensatz zum letzten Raum vor allem, den wir gemacht haben. So, ich hab's verstanden. She shrugged.
motioning over to their combined findings. There's some stuff in there that is most likely can be used for multiple purposes. All we did, at least I'm assuming Superbia came to the same conclusion than mine, was to apply that knowledge. The smaller girl scurried off to the papers, trying to make heads or tails of it all. A few moments later, she called out to the duo. This is a crime the principal committed was... the bombs? What about was? Wie kommst du darauf? He was the one who set them off as revenge for getting arrested. No, wait. That's my conclusion too. Was? Wirklich? It's the only thing that makes sense, based on everything we gathered. No, that's wrong. Shook her head a little. The principal didn't set off the bombs. That's most decidedly someone else. I guess I'll just answer then. Aber okay, dann stimmt es ja gar nicht, dass der Principal derselbe ist, von dem wir den Namen bekommen haben. Wobei doch, die Person, von der wir den Namen bekommen haben, war ja, eine von uns. Eine Person von uns. Und zwar, zum Beispiel, die Tochter von dem Principal. Und da haben wir auch gerade gesehen, die will ja auch sich vielleicht ein bisschen rächen oder sowas in die Richtung. Von daher, doch, es passt alles zusammen. Es passt alles zusammen eigentlich. It's simpler that way. No objections from me. None from me either. The two of them waited with bated breath as Ankara stepped forward and yelled, as she did before. Let me out! So. None. Wow, nothing. He did not commit any crime. For a moment, it seemed like the answer was wrong, but the door came unlocked very shortly. The two other girls released the breath they had been holding. What? What kind of answer is that? We searched through this entire place. We got a list of 4 crimes. 4! And the answer was no crime? Exactly. Eliminating all the numbers to open the bookcase wasn't the only use for the indications we found here. I forgot to tell you, Lux, but there also was a third. Eliminate 7 that I found inside the journal. Ach so. Oh, wow. Wow. Wie unfair. Dann ist ja klar, dass sie auf die falsche Lösung kommen. We just didn't keep track of that on a paper or anything. So, your reasoning was good. It was just ignoring part of the solution. Well, let's get the fuck out of here then. Everything's unlocked, so let's leave. Time is going down, but we're fairly fast. Let's go. The two of them left, followed by Ankara. Probably one of the simplest rooms in here. Ja, das habe ich gemerkt. Perhaps even the simplest one altogether. Na, wenn du das sagst, dann muss ich ja gar nicht so angepisst sein, ne? Was das angeht. But this is interesting, isn't it? Well, this answer should come at no surprise. We now have introduced other crimes into the equation. Das ist vollkommen richtig. Crimes the principal didn't commit. Of course not. The reason is that my emptiness is to blame for all of those crimes. Das ergibt Sinn. Auch mal wieder. Gut, aber ich denke, bevor wir hier dann weitermachen, beende ich erstmal diesen Part. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Escape Rooms angeht, möchte ich einfach mal sagen, aber sie sind halt mehr darauf fokussiert, die Story weiterzuerzählen, mit ein bisschen Interaktivität da drin, als, naja, wirklich für Rätsel da zu sein, aber keine Ahnung. Das Ding ist halt, dass der erste Teil, Hedda's Code, hatte ein paar Rätsel, die richtig, richtig hart waren, deswegen frage ich mich, wo sind die hier hin? Vielleicht kommt es halt noch, vielleicht kommt das erst gegen Ende, vielleicht ist das hier einfach eine nette Lernkurve. Alles am Anfang ist sehr, sehr leicht und irgendwann wird es richtig, richtig schwer. Aber mal sehen. Naja, abseits davon hoffe ich, dass es euch gefallen hat, wie auch mir, weil der Rest hat mir gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.